Also nun zu den Wiener Zielen sowie den Weg. Und zwar, wie sind diese Ziele entstanden? Wie haben sie sich, also hat sich die Stadt Wien auf diese spezifischen Ziele nun festgelegt? Und zwar hat es begonnen mit Leitfadeninterviews und Innovationsworkshops. Das heißt, es sind 12 Interviews mit zentralen Stakeholdern aus Medizin, Gesundheitsförderung, Public Health, Soziales und Organisationsentwicklung geführt worden. Dabei sind Fragen zum Gesundheitsverständnis, der Sicht auf Gesundheitsziele, Prioritäten, Interessenlagen und Kernkompetenz eben gekommen. Und allgemein war das Interesse auch sehr hoch. Und die Ergebnisse wurden dann in Themenkörbe aufgeteilt und anschließend wurde dann zu diesen verschiedenen Themen in einem Innovationsworkshop weitergearbeitet. Und das, dann kommt es eben zu einer Etablierung von Steuerungsgruppen sowie Umsetzungsgruppen. Und die verschiedenen Themenfelder waren eben die Gesundheitsförderung, Prävention, Gesundheitsverhalten, Gesundheitsversorgung, Krankheit, chronische Erkrankungen und Krankheit, psychische Erkrankung. Und dann kam es zu folgenden Handlungsfeldern, welche sind die Gesundheit von Anfang an, psychosoziale Gesundheit, integrierte Versorgung, epidemiologische relevante oder Lebensstil assoziierte Erkrankungen, das heißt durch den Lebensstil hervorgerufene Erkrankungen sowie gesunde Lebenswelten. Und nun werde ich euch die Ziele vorstellen und bei ein paar habe ich auch die Indikatoren aufgeführt, also nicht bei allen, aber bei ein paar. Und ich habe euch auch ein PDF-Dokument zu den Wiener Gesundheitszielen verlinkt, wo ihr euch gerne noch genauer darüber, über die verschiedenen Ziele informieren könnt und auch über die Indikatorenauswertung. Genau. Und das Ziel Nummer 1 ist, von Anfang an gesundheitliche Chancen, Gerechtigkeit für Kinder und Jugendliche zu erhöhen. Besonders frühschwangere Eltern und Kinder sollen gestärkt werden und gesundheitliche Ungleichheiten sollten entgegengewirkt werden. Und besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen sollten im Fokus sein. Also besonders verletzbare Bevölkerungsgruppen sollte mehr Aufmerksamkeit auch geschenkt werden. Die Handlungsfelder sind Prä- und pränatale Gesundheit, Prävention und Gesundheitsförderung im Kindes- und Jugendalter und Indikatoren, wodurch es gemessen wird eben, ob das Ziel erreicht wird oder wie gut es erreicht worden ist, ist, dass eben der Anteil an Kaiserschnittsgeburten bis 2025 auf 25% sinken sollte. Mehr als die Hälfte aller 16-Jähriger sollte im Jahr 2025 KGS-frei sein. Und bis 2025 sind alle Wiener Jugendliche, also 11 bis 15 Jahre ungefähr, 5,5 pro Woche mindestens eine Stunde körperliche Aktivität. Das sind die Indikatoren für dieses Ziel Nummer 1. Dann das Ziel Nummer 2 ist die Gesundheitsförderung in der Arbeitswelt stärken. Das heißt, Verbesserung der Arbeitsorganisation und der Arbeitsbedingungen sowie die Förderung einer aktiven Beteiligung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die Stärkung der persönlichen Kompetenzen. Hierbei gibt es verschiedene Handlungsfelder, das sind Klein- und Mittelbetriebe, psychische Gesundheit im beruflichen Kontext, ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die Work-Life-Balance. Hierbei sind die Indikatoren, dass ein Viertel der Wiener Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Unternehmen mit qualitätsgesicherten BGF arbeiten, sowie die Lebensqualität erwerbstätiger Frauen und Männer um 5 Punkte von insgesamt 100 Punkten steigt. Dann das Ziel Nummer 3 ist, dass die Selbstständigkeit und Lebensqualität bis in hohen Alter gefordert wird und auch erhalten wird. Durch die demografischen Entwicklung kommt es eben zu einem Anteil der älteren Bevölkerung zu. Daher ist es immer eben wichtig, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, um ein langes, selbstbestimmtes Leben in einer Gesundheit zu ermöglichen und natürlich in einer hohen Lebensqualität. Die Handlungsfelder sind hier Wohnformen, Teilhabe an der Lebenswelt. Die Akutversorgung und Remobilisation ist ein sehr wichtiger Punkt hier auch. Die Indikatoren sind, dass Frauen und Männer in Wien um 1,5 Jahre länger in guter Gesundheit leben, dass die Lebensqualität um 1,5 Jahre gesteigert wird im Alter. Körperliche, psychische und soziale Lebensqualität der älteren Wiener Bevölkerung steigt um 5 Punkte eben auch wieder von 100 Punkten. Das nächste Ziel ist die integrierte Versorgung etablieren. Das heißt, die Abschottung und Abgrenzung zwischen den einzelnen Sektoren sollte überwunden werden. Hier sind die Handlungsfelder die integrierte Versorgung und das Entlastungsmanagement.
Das nächste Ziel ist, die Gesundheitskompetenz der Wiener Bevölkerung stärken. Also die stärkt eine Person in der Selbstbestimmung und in ihrer Fähigkeit, Gesundheitsinformationen zu finden. Das heißt, die Übernahme von Verantwortung für ihre eigene Gesundheit. Dabei handelt die Handlungsfelder individuelle Gesundheitskompetenz sowie Kommunikation und Orientierung im Gesundheitssystem. Es ist ein sehr wichtiger Punkt, dass sich jeder selbst gut um seine Gesundheit kümmert, vielleicht sich mehr Informationen über Gesundheit, Krankheiten beschafft und somit auch Symptome erkennt oder weiß, wie man die Gesundheit persönlich besser fördern kann durch gesunde Ernährung oder ausreichend Bewegung. Das nächste Ziel ist die Prävention, Früherkennung und Behandlungsabläufe bei epidemiologischen relevanten Krankheiten gezielt zu optimieren. Das heißt, nicht übertragbare chronische Krankheiten werden auch in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Also das heißt, besonders in den einkommensstarken Ländern sind die Krankheiten, Depressionen, Herzkrankheiten, neurologische Erkrankungen, Alkoholismus etc. einfach weiterhin am Ansteigen und das sollte natürlich präventiert und auch früh erkannt werden, um hier etwas zu bewirken. Die Handlungsfelder sind dabei die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall, neurodegenerative Erkrankungen, metabolisches Syndrom, chronische obstruktive Lungenerkrankheit, Erkrankung, also sehr viele verschiedene Handlungsfelder. Nicht nur die, weil ich jetzt aufgeführt habe, da kommen noch mehr dazu. Dann die psychische Gesundheit der Wiener Bevölkerung fördern. Das heißt, psychische Erkrankungen bedeuten sowohl für die Betroffenen als auch das soziale Umfeld Leid und Belastung. Deshalb ist es wichtig, die Förderung der psychischen Gesundheit ist präventiv und zusätzlich kann durch eine frühe Behandlung auch eine Chronifizierung vermieden werden. Also nicht immer natürlich, aber meistens kann dies sehr viel helfen. Und auch der Gender-Aspekt muss in der psychischen Gesundheit beachtet werden und laut Studien haben Frauen häufiger Angststörungen, Phobien und Depressionen, wobei Männer häufiger substanzgebundene Suchtverhalten sowie Psychosen aufweisen. Hierbei sind die Handlungsfelder Gewalterfahrungen und Wissen und Prävention zu vermitteln. Und dann die weiteren Ziele sind eben Lebensraum statt weiter zu attraktivieren, Umweltbelastung geringer zu halten und auch die Bewegung zu fördern. Das heißt, Bewegung im Alltag sollte gefördert werden, um die Gesundheit der Bevölkerung einfach zu fördern, inklusive zu Fuß gehen, Fahrradfahren sowie Sport und Bewegung. Dabei spielen Sport, Stadtplanung und die Gesundheitsplanung eine sehr wichtige Rolle, müssen natürlich auch kooperieren. Die Handlungsfelder hierbei sind Fuß- und Radwege, der öffentliche Raum sowie die Emissionen. Und dann das Gesundheitsmonitoring aufbauen. Das heißt, Datenbasis ist sehr wichtig und eine Voraussetzung für wirkungsorientierte Gesundheitspolitik. Die Informationssicherheit sowie Datenschutz unterliegen besonders im Gesundheitsbereich auch eine sehr besondere Anforderung und Aufmerksamkeit muss dem eben geschenkt werden.